schönen Tag und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt über ein Thema, das die Österreicherinnen und Österreicher sehr beschäftigt, über die Inflation. Im März ist diese bereits angestiegen auf 6,8%, der höchste Wert seit 1981. Jetzt der nächste Schock, denn ein Bericht der Statistik Austria hat gezeigt, dass die Inflation im April noch weiter angestiegen ist, nämlich auf 7,2%. Wie soll das noch weitergehen? Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass jedes Monat die Inflation weiter ansteigt? Leider müssen wir davon ausgehen und diese Realität muss man aussprechen, denn die Politik muss es erkennen. Wir haben einen Marathon vor uns, keinen Sprint, und darauf muss man reagieren. Wir haben einen Mix aus unterschiedlichen Entwicklungen und einerseits natürlich aufgrund der Covid-Krise und den Verwerfungen durch die Lockdowns erleben wir diese Verteuerung verzögert. Aber darüber hinaus durch die Ukraine-Krise trifft es uns jetzt noch einmal in anderen Produktbereichen. Und man darf auch nicht Asien derzeit vergessen. Beispielsweise am größten Frachthafen in Shanghai werden um 40% weniger Schiffe abgefertigt, weil letztendlich dort die Zero-Covid-Strategie zu weniger Kapazitäten führt. Und all das führt einfach zu einer Erhöhung der Preise. Und da müssen wir jetzt gegenlenken, definitiv. Alles wird teurer, die Mieten werden teurer, der Benzin, aber auch die Lebensmittel. Mhm. Welche Lebensmittel genau sind denn von dieser Inflation besonders stark betroffen? Einerseits muss man mal voranstellen, dass die großen Treiber natürlich die Energiekosten sind. Das heißt, Treibstoff, Benzin, Gas, all das und Diesel führt dazu, dass die Werte so hoch sind. Dann kommt sehr, sehr lange nichts und dann kommen die Restaurants und Gastronomiestätten, die sind auch leicht über der Durchschnittsinflation, weil einfach man da auch viel international beschafft hat im Vergleich zu Supermärkten, die regionale Landwirtschaft bevorzugen und man dort jetzt sich umstellen muss, weil Korn kann man der Welt oder zumindest Europas die Ukraine weniger abwirft, muss man sich neue Märkte suchen. Dann gibt es noch ganz andere Entwicklungen. Wir sehen im Wesentlichen zwei Teuerungswellen aus dem heraus. Die erste betrifft die pflanzlichen Produkte, Fette, Öle, aber eben auch Getreide, Futtermittel. Darüber hinaus ist es so, dass wir jetzt mit der zweiten Teuerungswelle rechnen, die Fleisch und damit tierische Produkte betrifft, aber auch Eier, Käse und Milch. Und das liegt vor allem darin begründet, dass eben die Energiekosten, die Treibstoffkosten so viel teurer werden, dass man einfach nicht mehr zu den Preisen produzieren kann. Und wo die Reise noch hingehen kann, ist klar. Die Frühindikatoren sind die Großhandelspreise, aber auch die produzierenden Kosten. Und in beiden Bereichen haben wir aktuelle Informationen, dass wir weit über 20% gestiegen sind. Das heißt, einerseits kaufen wir um derzeit ca. 25% teurer ein als im vorigen Jahr, geben aber nur ein Drittel, wenn überhaupt, weiter. Das wird auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein. Und auch bei dem produzierenden Bereich, wo heute die Zahlen auch rausgekommen sind, das betrifft halt alle Komponenten und sonstige Zubehörteile, die dann zusammengeführt werden. Und auch das ist eben von diesen Preissteigerungen befasst. Daher muss man jetzt wirklich auf der Regierungsseite Schritte setzen. Sie haben es gerade angesprochen, auf Seiten der Regierung müsste man oder muss man jetzt auch eingreifen. Immer wieder sind ja auch Maßnahmen schon im Gespräch bzw. zur Rede gekommen. Es findet ja auch in den nächsten Tagen bzw. in der nächsten Woche ein Gipfel statt. Welche Maßnahmen braucht es jetzt konkret, um dieser Teuerung, um dieser Inflation entgegenzuwirken und natürlich in weiterer Folge die Österreicherinnen und Österreicher zu entlasten? Zum einen braucht es Beruhigung und da muss man unterscheiden zwischen Beschaffungsengpässen und Verteuerungen. Wir haben das Glück, dass die Versorgung gesichert ist. Das heißt, für Hamsterkäufe besteht überhaupt kein Anlass. Wenn es einmal wo eine Charge oder Sortiment nicht gibt, dann gibt es immer Alternativen, wo man ausweichen kann. Insgesamt ist aber die Teuerung der volle Fokus und darauf muss sicherlich auch dieser Gipfel ruhen. Und wir haben hier ein Maßnahmenpaket an drei Bereichen vorgeschlagen. Und da ist der erste auf jeden Fall alles rund um die kalte Progression, wo wir sagen, auch
wenn es nicht abgeschafft wird, kann man die Steuerstufen erhöhen. Das heißt, wenn man beispielsweise zwischen 11.000 und 18.000 Euro im Jahr verdient, zahlt man jetzt 20% Lohnsteuer. Wir würden uns wünschen, dass man das auf die nächste Stufe erhöht, auf 31.000 Euro. Das heißt, bis zu jenen Einkommen bis zu 2.200 brutto. Da ist man auch noch kein Schwerverdiener, aber man spürt heute das ganz massiv derzeit und da könnte man wirklich eine strukturelle Entlastung schaffen. Der zweite Bereich wären eben diese Mehreinnahmen im Energiebereich, die automatisch aufgrund der Mehrwertsteuereinnahmen für den Finanzminister zu Milliardenmehreinnahmen führen. Und dort ist auch die Ursache begründet. Und hier kann der Staat auf die staatlichen Abgaben und Steuern verzichten, diese einmal komplett temporär streichen und damit diese Mehrausgaben für die Bevölkerung wieder zurückleiten zur Bevölkerung. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und der letzte Punkt ist einfach das beste Mittel, um Inflationsfolgen abzufedern. Und das ist ein Job. Und da wir die drittstärksten Kostenbelastungen auch als Arbeitgeber haben beim Faktor Arbeit, das heißt, wir zahlen mehr als ein Drittel noch einmal auf das Brutto drauf, wäre es so wichtig, dass man hier auch eine Entlastung schafft, um eben mehr Anstellung zu ermöglichen. Aufgrund der vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie hatten es die Österreicherinnen und Österreicher finanziell gesehen sowieso schon sehr schwierig. Jetzt die nächste große Herausforderung mit der Inflation. Merkt man im Handel schon einen Unterschied, was das Kaufverhalten der Konsumenten betrifft? Ja, also das Kaufverhalten ist sowieso komplett verworfen im Vergleich zur Vor-Corona-Pandemie. Was aber sehr klar herauskommt, ist, dass wir Spitzenwerte im Negativen verzeichnen in Bezug auf die Anzahl der Menschen, die sich nicht mehr leisten können als lebensnotwendige Güter. Wir sprechen davon 14% der Gesamtbevölkerung, die ausschließlich sich auf Lebensmittel noch konzentrieren kann. Und immer weniger wird auch hier ausgegeben, weil man eben an der Zapfsäule fürs Auto oder fürs Beheizen der eigenen vier Wände schon alles andere ausgegeben hat. Und da ist dann klar, dass für Konsumgüter wie für Mode oder Elektro immer weniger bleibt. Und genau das ist das große Problem, denn das wird uns länger begleiten. Und daher haben wir diese drei Punkte gefordert.